Der Magnet. Also, hier wird ein Packomat gebraucht. Nanu, wo kommt diese Schraube her? Autsch! Mach dir keine Sorgen. Wir werden ihn bestimmt finden. Ja, wir finden ihn bestimmt. Lasst uns noch mal in der Küche nachsehen. Da haben wir schon nachgeschaut. Diesmal schauen wir genauer nach. Lasst uns mal da drin nachsehen. Das haben wir doch schon so oft gemacht. Simka, Nurlik, was sucht ihr denn andauernd? Doch nicht was, wen? Unser Papus wird vermisst. Wir suchen ihn schon seit einer Woche. Oh nein. Er hat sich wahrscheinlich schon in eine Schraube verwandelt. Hä? Er hat bestimmt keine Energie mehr. Kann ich euch helfen? Gute Idee. Heb uns doch erstmal hoch. Wir sind vom Rumrennen schon ganz erschöpft. In einer gefährlichen Situation kann sich ein Fixie in eine Schraube verwandeln. Aber manchmal geschieht es ganz von selbst. Zum Beispiel, wenn ein Fixie nicht genug Energie hat. Wenn das passiert, wird der Fixie schwach, träge und gerät in eine Winterstarre. Er wird zur Schraube. Dieses Unglück geschieht, wenn sich ein Fixie nicht auflädt. Nämlich mit Hilfe eines Gerätes. Deswegen arbeiten Fixies immer in Geräten. Dort können sie sich regelmäßig aufladen. Manchmal hat ein schwach gewordener und in eine Schraube verwandelter Fixie Glück. Wenn ein Mensch ihn findet und ihn in ein Gerät einschraubt, dann kann der Fixie aufgeladen werden und wieder zum Leben erwachen. Anschließend wird er sich abschrauben und weglaufen, während der Mensch sich wundert, wo ist die Schraube hin? Ich weiß, dass ich sie eingeschraubt habe. Also, wo sollen wir zuerst gucken? Suchst du nach etwas Bestimmtem, Tom Thomas? Und was hast du da in deiner Hand? Nur ein paar Schrauben. Oh, ich hatte vorhin eine gefunden. Vielleicht gehört sie ja dir. Wahrscheinlich. Wo ist sie jetzt? Hier, nimm sie und lass sie nicht wieder rumliegen. Soll ich mich umdrehen, damit sich euer Papus wieder zurückverwandeln kann? Er liegt da schon seit einer Woche drin. Ihm fehlt die Energie, sich wieder zurückzuverwandeln. Was machen wir jetzt? Wir müssen ihn einschrauben in ein Gerät. Das wird ihn dann wieder aufladen. Okay. Aber welche ist Papus? Alle diese Schrauben hier könnten Papus sein. Wir nehmen einen Magneten. Wie das? Der wird ja alle Schrauben gemeinsam anziehen. Oh nein, nicht jede. Nicht jede Art von Metall wird von einem Magneten angezogen. Man kann es leicht selber ausprobieren. Man braucht nur einen Magneten. Zu Hause habt ihr wahrscheinlich einen an eurem Kühlschrank. Versucht ihn nah an Metallobjekte, die es im Haus gibt, heranzubringen. Wie an einen Löffel oder einen Nagel oder Münzen. Ihr werdet merken, dass der Magnet einige der Metallobjekte sehr stark anzieht, während er andere Metallstücke weniger anzieht. Und dann wird es einige Metallstücke geben, die vom Magneten gar nicht angezogen werden. Verstanden. Und zweitens? Die zweite Sache ist, dass wir Fixies überhaupt nicht angezogen werden, wenn wir uns in Schrauben verwandeln. Lasst es uns probieren. Hier, ich hab ihn. Und nun schrauben wir ihn rein. Sag mal, sind da noch andere Fixies drinnen? Was? Sind wir dir etwa nicht genug? Doch, na klar. Ich frag bloß. Nichts da. Oh, und die Schraube ist weg. Seht euch das an. Er hat sich bereits aufgeladen und selbst abgeschraubt. Ruh dich doch einfach aus. Nach so einem großen Abenteuer. Nein, danke. Ich hatte genügend Ruhe.
Übrigens, das ist etwas, wonach ich mich schon lange gesehnt habe. Der Roboter. Habe ich euch schon gesagt, was ich mir unbedingt zum Geburtstag wünsche? Ja, mein Herz. Ungefähr schon 1000 Mal. Den Robotosoid R300 wäre so toll. Mit Megavision. Ich will ihn. Ich will ihn unbedingt. Oh, bitte. Nun, morgen wirst du es wissen. Aber jetzt wird geschlafen, Thomas. Wow, so ein super Geschenk. Und wir haben Thomas gar nichts zum Geburtstag besorgt. Wir sind echt miese Freunde. Also, wie funktioniert der? Aha, probieren wir ihn mal aus. Mal sehen. Zuerst lerne mal laufen. Aber wie kann er denn wissen, wohin der Roboter geht? Ich erklär's dir. Ein Auge des Roboters ist eine Kamera. Der Roboter sendet das Bild zum Schirm der Fernbedienung. So sieht man, wohin der Roboter geht. Ja, und das ist nur eine seiner vielen Fähigkeiten. Roboter sind kluge Maschinen, die schwere und gefährliche Arbeiten für Menschen machen können. Mit ihren starken Metallarmen können sie schwere Objekte bewegen oder Autoteile und andere Maschinen zusammensetzen. Roboter werden von Wissenschaftlern oft ins All oder zum Meeresboden geschickt. Es gibt auch Roboter, die verstehen können, was Menschen sagen. Und solche, die sprechen und Witze machen können. Genau wie Menschen. Ich hab es. Nun drehen wir dich mal herum. Oh! Was ist los? Schau mal. Weißt du? Er hat ihn zerstört. Nolik, stopp! Du hast mit ihm gespielt, oder? Glaubst du, Tom wird's merken? Du hast Zeit bis morgen früh. Ich gehe ins Bett. Ich repariere ihn. Und wenn es die ganze Nacht dauert. Simka, lass uns doch vielleicht... Nein, hier brauchen wir Hilfe. Schnell, verstecken wir uns. Ein Robotosoid R300. Ich glaub's einfach nicht. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, Tom Thomas. Tut mir leid, Tom Thomas. Gestern Nacht, weißt du, ich habe erst kaputt. Papa, er funktioniert perfekt. Guck mal. Ich bin so stolz auf dich. Du hast es geschafft. Als ich gestern eingeschlafen bin, da funktionierte er nicht. Ah, er hat sich also von selbst repariert. Du bist voll. Mama, Papa, Fee.
Vielen Dank. Er ist so toll. Und wie wär's mit Danke für uns? Wusste ich's doch, dass ihr den Roboter repariert habt. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Supi! Der Föhn. Nolik, bist du hier? Ja, hier bin ich. Willst du einen Zaubertrick sehen? Ein super Trick, du. Lernt man den schnell? Nicht diesen Zaubertrick. Ein Trick mit Helium. Was ist denn Helium? Helium ist ein sehr leichtes Gas, das man in Ballons füllt, damit sie schweben. Das ist ja vielleicht ein aufregender Trick. Fliegende Ballons kenne ich nur zu gut. Beim Trick geht's nicht um den fliegenden Ballon. Es geht um das Helium. Wie komme ich bloß an ihn ran? Ich weiß, wie es geht. Wir brauchen einen Föhn. Wozu denn? Für einen Zaubertrick. Na gut. Mama, kann ich den Föhn für eine Minute nehmen? Ein Föhn wurde fürs Haartrocknen erfunden. In ihm befindet sich ein Ventilator, der die von hinten eingesaugte Luft nach außen bläst, das Haar zerzaust und es trocknet. Eine eingebaute elektrische Spule erwärmt die Luft. Wenn diese warm wird, erhitzt sie die vorbeiwehende Luft. Durch die Warmluft wird das Haar schneller getrocknet. Natürlich muss der Föhn nicht auf Heißluft eingestellt werden. Es gibt auch einen Schalter für Kaltluft. Nolik! Hier bin ich! Hier ist der Föhn. Zeig mir jetzt deinen Trick. Geht klar. Mach ihn an. Leg den Ball jetzt direkt in die Luftströmung. Oh, cool. Der Ball schwebt. Jetzt bin ich dran mit Fliegen. Du? Hey! Ja, ich fliege jetzt direkt an die Decke, schnapp mir den Faden und ziehe den Ballon runter. Bin startklar. Ich schaffe es nicht. Das ist wohl, weil du so klein bist und so gut wie nichts wiegst. Ach was, müssen wir jetzt darauf warten, dass ich größer und schwerer wäre? Ich weiß es nicht. Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Lass uns Simka rufen. Simka, komm mal her. Ja? Was ist denn los? Also... Nolik, wie bist du da hochgeraten? Ich hab Tom Thomas nur den Föhntrick gezeigt. Ich lach mich schief. Ha, ha, ha. Ich schmeiß den Föhn an, um dich zu Nolik zu blasen. Damit wir dann beide da oben festhängen? Danke, aber nein, das brauch ich nicht. Was brauchst du denn dann? Ich brauche einen Besen. Du kennst einen Trick mit einem Besen? Aha, bring ihn schnell her. Manchmal können sie echt genial sein, die Menschen. Ab und zu haben sie kluge Ideen, wozu gewöhnliche Geräte noch genutzt werden können wie der Föhn. Außer fürs Haartrocknen kann er auch fürs Trocknen von nassen Kleiderflecken verwendet werden. Ein Föhn kann sogar genutzt werden, um ein klebriges Preisschild zu entfernen. Stellt euch vor, ihr kauft einen neuen Becher, der einen extrem klebrigen Aufkleber hat und scheinbar unmöglich abzumachen ist. Nun versucht mal, ihn mit einem Föhn aufzuwärmen. Die Klebe wird austrocknen und der Aufkleber wird einfacher abgehen. Es besteht kein Zweifel, dass ein Föhn in jedem Haushalt nützlich sein kann. Ihr müsst nur äußerst vorsichtig sein, vor allem im Badezimmer. Falls dieses Elektrogerät mit Wasser in Berührung kommen sollte, riskiert ihr es, einen furchtbaren Elektroschock zu bekommen. Außerdem kann der Föhn dadurch zerstört werden. Es war so wundervoll, in einem Luftstrom zu fliegen. Das ist toll. Gleich klinge ich wie ein Fixie. Wirklich? Aha. Hm. Schaut her.
Hey, hey, was machst du da? Ich will nur ein bisschen Helium einatmen. Ist das nicht schädlich? Nur ein kleines bisschen. Hey, hi ihr. Oh, Tom Thomas ist jetzt ein Fixie. Das ist mein Trick für euch. Witzig, was? Oh, ist das komisch. So eine quietschige Stimme. Das war's, bin kein Fixie mehr. Das Helium wirkt nach ein paar Sekunden nicht mehr. Das ist gut, denn so ein riesiger Fixie würde nie in ein Gerät reinpassen. Die Solarbatterie. Mal sehen. 3 mal 648. Das schafft er nicht alleine. Nein, ich wette, er schafft's. Tom Thomas ist so klug. Ja, klug, aber faul. Ich wette um eine Kopfnuss. Dann mach dich bereit. Hä? Psst. Wir haben versprochen, ihn nicht bei seinen Hausaufgaben zu stören. Ich wünschte, ich müsste das nicht alles im Kopf ausrechnen. Warum muss ich alles aufschreiben? Ich hab doch einen Taschenrechner. Ha, hab ich's doch gewusst. Ohne Taschenrechner kriegt er das nicht hin. Ich glaube, die Batterien sind alle. Hast du das gesehen? Der Taschenrechner will nicht angehen, also muss er es selbst rausfinden. Was ist das Problem? Komm schon, wo sind hier die Batterien? Simka, Nolik, ihr könnt jetzt rauskommen. Ich weiß, dass ihr hier seid. Hi, Tom Thomas. Weißt du etwa nicht, wo die Batterien hingehören? Was ist denn daran so komisch? Na, weil es in diesen Dingen doch keine Batterien gibt. Was soll das heißen? Wie kriegt denn der Taschenrechner sein, woher er seinen Strom kriegt? Aha. Da drinnen ist eine Solarbatterie. Die Sonne macht ihn an? Vor langer Zeit haben Wissenschaftler herausgefunden, dass einige Materialien Elektrizität erzeugen, wenn Licht auf sie trifft. Platten, die aus solchen Materialien gemacht werden, nennt man photoelektrische Zellen. Wenn man einige dieser Photozellen miteinander verbindet, kann man eine Solarbatterie bauen. Eine Solarbatterie in einem Taschenrechner befindet sich hinter einem kleinen Fensterchen. Und wenn Licht auf die Solarbatterie trifft, erzeugt sie den Strom, der den Taschenrechner antreibt. Ich sehe hier nirgendwo ein kleines Fenster drauf. Weil du es aus irgendeinem Grund mit einem Aufkleber zugeklebt hast. Der Grund ist, weil es cool ist. Na super. Sieht vielleicht cool aus, aber jetzt geht er nicht. Tschüss, Aufkleber. Ich krieg ihn nicht ab. Dann lass ihn drauf. Du kannst die Aufgaben auch ohne Taschenrechner lösen. Und dann gebe ich dir eine Kopfnuss. Von wegen Kopfnuss. Hast du's vergessen? Wir sind Fixies und wir müssen alles reparieren. Ah, Simka, du bist eine Schummlerin. Das hat nichts mit Schummeln zu tun. Such lieber was, womit wir den Aufkleber abkriegen. Okay, wie wär's damit? Auf diese Weise dauert das ja ewig. Ja. Ich habe eine Idee. Wir nehmen diese Büroklammer. Und wie jetzt? Wir kleben das Ende einfach an die Klammer und rollen es dann ein. Tidisch! Mit Hilfe von sogenannten Solarbatterien können wir Strom erzeugen, ohne Öl oder Kohle verbrennen zu müssen. Unglücklicherweise sind diese Batterien nicht besonders leistungsstark. Ein Taschenrechner kann aus einer kleinen Batterie genügend Energie bekommen. Um jedoch eine ganze Stadt mit Solarenergie zu versorgen, werden Kraftwerke benötigt, die durch riesige Felder von Solarbatterien angetrieben werden müssen. Es ist am besten, diese Kraftwerke dorthin zu bauen, wo die Sonne hell und lange scheint, nämlich in der Wüste. Übrigens, im Weltall scheint die Sonne sehr hell und wird auch nie von Wolken blockiert. Deswegen beziehen alle Raumfahrzeuge und Satelliten ihre Energie aus Solarbatterien, inklusive der Internationalen Weltraumstation, an der Astronauten aus verschiedenen Ländern zusammenarbeiten. Tom Thomas! Was, seid ihr schon fertig? Aha.
Jetzt kannst du deine Aufgaben mit dem Rechner lösen. Aber ich habe sie schon im Heft gelöst, bevor ihr den Aufkleber abgemacht habt. Hurra! Ich bin der Sieger! Au, das ist total unfair. Ohne den Aufkleber hättest du verloren. Was ist denn los? Ach, nichts. Vergiss es. Nichts, sagst du? Gut gemacht, Tom Thomas. Alles ist richtig. Jetzt funktioniert's. Guckt, ein Bild von unserem Nolik. Wo denn? Wo denn? Genau hier, auf dem Taschenrechner. Oh, ich hab's. Null heißt Nolik. Der ist gut. Der Kurzschluss. Bist du sicher, dass wir im Büro deines Vaters spielen dürfen? Wir sind nicht zum Spielen hier. Wir sind auf Besichtigung. Es ist wie ein wahres Museum hier. Schau mal, das da zum Beispiel. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Und sieh dir dieses Mysterium an. Sei still, wir sind hier in einem Museum. Aha, du bist mir ein Museumsführer. Du weißt doch gar nichts von all dem. Was meinst du, ich weiß nichts? Ich weiß. Ich möchte was nachprüfen. Diesen Kondensator. Diesen hier? Nicht berühren. Warum nicht? Das ist kein Museum. Weil es gefährlich ist. Du kannst einen elektrischen Schlag kriegen. Aber ihr beide fasst ihn doch auch an. Hab's gesehen. Das geht aber nur, wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Momentan ist es angeschaltet. Jahrhundertelang mussten Fixies nur mechanische Geräte reparieren. Aber als elektrische Apparate erfunden wurden, mussten die Fixies lernen, auch diese Geräte zu meistern. Zu Beginn bekamen Fixies ziemlich oft Schläge. Das war furchtbar schmerzhaft. Mit der Zeit verstanden Fixies, dass Geräte nicht repariert werden konnten, wenn sie eingeschaltet waren. Und dass entblößte Kabel niemals berührt werden dürfen. Außerdem fanden Fixies heraus, dass normales Wasser Elektrizität weiterleitet. Falls ein kaputtes Kabel also in einer Wasserpfütze landen sollte, solltet ihr unbedingt auf Distanz gehen. Sonst könnt ihr einen furchtbaren Schlag bekommen. Fixies wissen sehr gut darüber Bescheid. Und sie wünschen sich innigst, dass Menschen es auch lernen. Schau, das ist ein altes Rundfunkgerät. Dieses Radio hat Papa von Opa bekommen. Es ist über 60 Jahre alt. Dein Opa? Nein, das Radio. Das war ein Scherz. Funktioniert es noch? Probieren wir es mal aus. Ist der Strom ausgeschaltet worden? Vielleicht war es auch ein Kurzschluss. Ich schau mal nach. Oh, ihr habt den Kurzschluss also verursacht. Wir waren nur auf einer kleinen Besichtigung und wir wollten das Radio anmachen. Dann machte es Wumm und das Licht ging plötzlich aus. Es ist in der ganzen Wohnung aus. Wie soll ich denn jetzt meine Pizza aufwärmen? Bald wird sie sich von ganz alleine aufwärmen, jetzt, da der Kühlschrank nicht mehr funktioniert. Simka, was ist denn das bloß? Ein Kurzschluss, meine ich. Normalerweise bezieht ein Apparat Elektrizität durch zwei Kabel. Ein Bügeleisen zum Beispiel nutzt die Elektrizität, um heiß zu werden. Wenn die Kabel jedoch direkt miteinander in Verbindung gebracht werden, dann kann das dazu führen, dass sich die Kabel erhitzen und dadurch kann anschließend ein Kurzschluss entstehen. Kurzschlüsse treten auf, wenn die Umkleidung der Kabel abgenutzt ist oder wenn ein Gerät in seinem Innern kaputt ist. Als du also das kaputte Radio einschalten wolltest, fingen die Kabel in der Wohnung an zu brennen. Heißt das, dass alle Kabel ausgebrannt sind? Keine Sorge. In unserer Wohnung gibt's einen automatischen Schalter, der den Strom ausschaltet, wenn die Kabel beginnen zu heiß zu werden. Puh. Und muss ich denn jetzt, warten, bis Mama und Papa den Schalter wieder betätigen? Natürlich. Ja, das müsstest du. Doch, du hast uns. Ja. Und wir haben Papus und Masja. Ich sage ihnen, was los ist. Und ihr zwei macht das Radio aus. Kriegen wir keinen Elektroschlag? Was meinst du damit, Elektroschlag? Wegen dir ist der Strom doch ausgeschaltet.
Bist du bereit? Zieh ihn hoch! Hurra! Kiddisch! Nun, Tom Thomas, was stellen wir jetzt an? Machen wir die Besichtigung weiter. Hey, ich mach mit! Ich komme! Moment, ich dachte, du reparierst mit Papus und Masia den Fernseher. Sie baten mich darum, bei euch zu bleiben und ein bisschen auf Besichtigung zu gehen. Dadurch werden sie weniger zu reparieren haben. Die Taschenlampe. Wo ist das Ding? Hi, Tom Thomas. Was suchst du denn? Die Taschenlampe. Ah, hier ist sie. Wozu brauchst du sie? Kathi, ich will mit ihr reden. Ruf sie doch einfach an. Dieses Ding da ist eine Taschenlampe und kein Telefon. Nein, ihr versteht mich nicht. Kathi und ich haben uns einen Geheimcode ausgedacht. Nur einmal blinken bedeutet Hallo da. Oh, und Kathi hat auch Hallo zu dir gesagt. Und zweimal blinken? Was heißt das? Kathi fragt, ob alles in Ordnung ist. Jetzt werde ich ihr sagen, alles ist okay. Oh, was ist denn jetzt los? Ich glaube, sie geht nicht richtig. Sehe ich selbst, Nullig. Aber warum nicht? Eine Taschenlampe ist nichts weiter als eine Batterie und eine Glühbirne, die durch Drähte miteinander verbunden sind, um eine Umschaltung zwischen ihnen zu erstellen. Will man eine Taschenlampe einschalten, drückt man den Knopf. Dadurch wird der Strom durch die Kabel von der Batterie zur Glühbirne geleitet und sie scheint. Und wenn sie nicht angeht, bedeutet das, dass entweder die Batterie leer, die Birne ausgebrannt oder der Schalter kaputt ist. Und jetzt setzen wir die Theorie in die Praxis um. Tut mir leid, ich habe jetzt keine Zeit. Versteht ihr das nicht? Wenn ich ihr kein Zeichen gebe, denkt sie, ich will nicht mit ihr reden und das wäre einfach schlimm. Jetzt flipp mal nicht gleich aus. Wir helfen dir. Aber erst brauchen wir den Bakumat. Sind gleich zurück. Bis gleich. Hör mal, Marcia, was für ein Geräusch. Aha, das ist neu. Das war also das Geräusch. Papus, können wir dein Bakumat haben? Es geht um eine Taschenlampe. Wirklich? Eine Taschenlampe? Kennst du die Geschichte, als Großfix viele Kilometer auf einem Hund reiten musste? Es ist wahr. Seine Mission war das Reparieren einer riesigen Taschenlampe. Was war das für eine? Eine besondere Art, die Leuchtturm heißt. Ein Leuchtturm ist ein hohes Gebäude mit einem riesigen Blinklicht obendrauf, das benutzt wird, um Schiffen und Flugzeugen zu helfen. Menschen haben Leuchttürme seit der Antike verwendet. Der berühmteste von allen ist der Leuchtturm von Alexandria. Er wurde vor mehr als 2000 Jahren in Ägypten erbaut und war höher als 100 Meter. Die alten Griechen bezeichneten diesen Leuchtturm als eines der 7 Weltwunder. In antiken Zeiten machten Leute auf Leuchttürmen große Feuer. Heutzutage kommt das Licht aus starken elektrischen Glühbirnen. Viele der heutigen Leuchttürme strahlen nicht nur Licht, sondern auch Radiosignale aus. Ja, dank der Leuchttürme sehen Schiffe und Flugzeuge schon von Weitem, wo sie hinsegeln oder hinfliegen müssen und kommen so unversehrt an. Und dank dieser heroischen Tat von eurem Großfix funktionierte der große Leuchtturm. Seitdem ist kein einziges Schiff mehr abgedriftet. Simka, was, wenn wir nicht nur die Taschenlampe reparieren, sondern auch heldenhaft sind? So wie Großfix? Aha. Na gut, was hältst du davon? Wir springen auf diesen irren Hund und reiten los. Hör auf damit. Hier, nimm meine Hand. Yeehaw!
Kaubacke, lass das sein. Raus jetzt, sofort. Das war vielleicht eine Heldentat. Jetzt wird es wirklich Zeit, den Leuchtturm zu reparieren. Tom, Thomas, hol den Leuchtturm. Was denn für ein Leuchtturm? Na, deine Taschenlampe. Ah, die brauche ich jetzt nicht mehr. Du brauchst sie nicht mehr? Wie willst du denn dann Kathi sagen, was sie wissen muss? Ich hab's ihr schon gesagt. Guckt mal. So war es nicht abgemacht. Genau. Soll das heißen, wir haben die Heldentat umsonst gemacht? Gut, wenn ihr eine Heldentat braucht, dann klar, macht sie heil. Hurra! Ja! Schlagsahne. Nulik, hör auf rumzuhüpfen. Dein Kopf fällt hier gleich ab. Keine Sorge, der fällt schon nicht ab. Mhm, das klingt gut. Okay, wir sehen uns später. Wohin gehst du denn, Tom Thomas? Nirgendwohin. Katja kommt mich gleich besuchen. Wir machen Hausaufgaben und essen dann Erdbeeren. Wird sie die Erdbeeren mitbringen? Ganz genau. Und ich soll dann die Schlagsahne besorgen. So schmecken sie nämlich besser. Schlagsahne? Hast du welche? Ich seh mal nach. Wartet! Auf mich! Zimka, woraus macht man Sahne? Sie besteht aus Milch. Und die Milch bekommt man von einer Kuh. Und was ist mit Schlagsahne? Die Kuh springt hoch und runter wie du. So wird die Sahne geschlagen. Wirklich? Das war ein Witz, Nulik. Ich habe überall gesucht. Wir haben normale Sahne, aber keine Schlagsahne. Kein Problem. Wir können sofort welche schlagen. Sahne ist dicke Milch mit ziemlich viel Fett. Wenn man Schlagsahne machen will, muss man sie kühlen, etwas Zucker dazugeben und alles dann sehr gut schlagen. So entstehen winzige Luftbläschen, aus der Sahne einen leckeren, weißen, flauschigen Schaum machen. Aber es ist wichtig, es nicht zu übertreiben. Sonst wird die Sahne nicht flauschiger werden, sondern dicker und dicker, bis aus ihr eine reichhaltige, cremige Butter wird. Wie schlägst du die Sahne? Schau, ein Schneebesen. Nein, warte! Wie ist das? Daraus wird nichts. Vielleicht brauchen wir eine andere Schüssel oder so. Meint ihr, eine Flasche wäre besser? Das ist eine sehr gute Idee. Jetzt kann ich wenigstens die Sahne nicht mehr verschütten. Schüttel mit beiden Händen. Los, 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 los. Schüttel teuer, Tom Thomas. Es reicht, ich kann nicht mehr. Die Sahne sieht genauso aus wie vorher, Tom Thomas. Du hättest dich mal anstrengen sollen. Ach, wirklich? Dann schlag die Sahne doch selber. Ich hab's. Sie wird uns helfen. Kaubacke? Ja, super. Ein Stück runter. Noch ein Stück. Perfekt. Mach die Tür auf. Kaubacke, Kaubacke, du kriegst uns nie. Nein, 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 nein. Das Telefon. Das ist ja sogar cooler, als auf dem Trampolin zu springen. Ja, aber warum denn nicht? Ach, wie schade. Nicht schlimm. Komm trotzdem vorbei. Du kriegst uns nicht. Du kriegst uns nicht. Bin ich erschöpft. Wenigstens haben wir die Sahne aufgeschlagen. Oh, siehst du das, Dunka? Da ist keine Sahne übrig, nur eine gelbe Paste. Das ist Butter, ganz sicher. Wir haben es übertrieben. Menschen machen so viele verschiedene Dinge aus Milch. Wie Sahne oder Butter oder Kuchenglasuren oder Törtchen. Aus Milchpulver, Zucker und kochendem Wasser kann man kondensierte Milch machen. Und
Und wenn man sie kühlt, brrr, erhält man Eiscreme. Und wenn die Milch sauer wird, kein Problem. Menschen machen alles Mögliche aus saurer Milch. Wie Joghurt, saure Sahne, Kefir und Buttermilch. Entzieht man saurer Milch Flüssigkeit, kriegt man Hüttenkäse. Und kocht man Milch auf besondere Art, bekommt man alle möglichen verschiedenen Sorten Käse. Es gibt so viele Käsesorten auf der Welt, dass man sie nicht zählen kann. Und auch bestimmte Schokoladensorten können nicht ohne Milch gemacht werden. Ihr müsst zugeben, dass alte, einfache, gewöhnliche Milch eine super magische, außergewöhnliche Sache ist. Es ist einfach schrecklich, Leute. Was? Kommt Katja nicht zu Besuch? Doch, sie kommt. Aber ohne die Erdbeeren. Sie wusste nicht, dass ihre Großmutter schon alle verarbeitet hatte, um Marmelade zu machen. Meinst du damit, dass wir keine Schlagsahne mehr brauchen? Genau. Katja bringt einen Kuchen. Und sie meinte, wir brauchen dazu Butter. Sie will daraus eine Glasur machen. Butter? Ich weiß nicht, ob wir welche haben. Davon haben wir genug. Das Schiff in der Flasche. Simka, Nolik, seht euch das an. Wow, cool. Wo hast du das denn her? Das war auf dem Regal im Büro meines Vaters. Er hat da viele coole Sachen. Cool, ich bin der Kapitän. Das ist ja ein echtes Segelschiff mit dem Mast, Tauwerk und all dem anderen. Und wie ist das alles da reingekommen? Durch dieses kleine Loch? Ein Schiff in einer Flasche ist ein echtes Wunder. Soll ich euch mal verraten, wie es dort reinkommt? Das geht so. Die Maste des Schiffes kann man einklappen. Bevor das Schiff in die Flasche kommt, werden die Maste eingeklappt und gegen das Schiff gedrückt. So ist es klein genug, um durch den Flaschenhals zu passen. Sobald das Schiff in der Flasche drin ist, werden Maste und Segel wieder aufgestellt, indem man an einem Faden zieht. Ich bin ein Oktopus, hä? Huh? Ho, seht euch vor! Erfahrene Seeleute wie ich wissen, dem Sturm zu trotzen. Tom Thomas, sei vorsichtig! Hey! Ist es zerbrochen? Nein, alles tidisch. Nicht in dem entferntesten tidisch. Seht mal, der Mast ist gebrochen. Wow! Oh, was habe ich bloß getan? Keine Sorge, wir reparieren es. Hol etwas Kleber, los! Hier ist Sekundenkleber. Der ist sehr stark. Der klebt alles zusammen. Nolik, komm, hilf mir! Puh, das Zeug stinkt! Ha, 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 ha. Tisch! Oh, viel besser. Danke, Leute. Ein Seemann? Lass deine Freunde nie hängen. Itchü. Nolik, komm raus da. Dieser Gestank macht dich krank. Ich komme nicht hinweg. Ich stecke fest. Hallo, Tom Thomas. Was machst du mit dem Schiff aus meiner Sammlung? Ich wollte es nur etwas lüften. Tom Thomas, du weißt doch, dass du nichts aus meinem Büro nehmen darfst. Hey, schau, ein kleiner Matrosenjunge. Der war mir gar nicht aufgefallen. Gib mal her, ich bringe es wieder auf das Regal, okay? Wer hat da geniest? Ich war's. Hatschi. Nun, alles klar. Mach deine Hausaufgaben und bitte geh nicht noch mal in mein Büro. Simka, wohin gehst du? Ich rette Nolik. Ich komme mit. Du darfst nicht ins Büro hinein. Dein Vater hat's verboten. Liebling, die Suppe wird kalt. Ich komme. Nolik, wo bist du? Simka, warum ist mir so schwindelig? Weil du diesen stinkigen Kleber eingeatmet hast. Puh, jeder weiß, wie stark der Geruch von Farbe, Reinigungsmitteln und Klebern sein kann. Dabei ist der Gestank aber nicht der eigentliche Gefahrenherd. Atmet man die Dämpfe von Farbe oder Kleber ein, kann man davon schreckliche Kopfschmerzen bekommen. Oder noch schlimmer, man kann ohnmächtig werden.
Deswegen müssen Fixies, die etwas streichen oder kleben, eine Atemschutzmaske tragen. Die nennt man Respirator. Und Menschen müssen genauso aufpassen wie Fixies, wenn sie mit Chemikalien arbeiten. Und denkt stets daran, dass die Stoffe in Farbe und Kleber leicht entzündbar sind. Ein Funke reicht schon aus und bumm, es könnte etwas explodieren. Also achtet darauf, immer gut durchzulüften, wenn ihr mit Farbe oder Klebstoffen in Räumen arbeitet. Simka, beeil dich. Halte durch, Nolik. Ich hol dich da raus. Alles okay? Nolik! 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 Ach, du bist am Leben. Steuerbord. Zum Hafen. Piasta. Piasta. Ach, alles klar. Der wird schon wieder. Nolik, erkennst du mich? Ein riesiger Oktopus? Das Handy. Hey, Nolik. Komm raus zum Spielen. Er darf nicht raus. Hat Hausarrest. Kannst du mir sagen, wofür? Ich habe einen Paco-Mat genommen und vergessen zu fragen. Wie lange musst du da sitzen? Bis Marcia und Papus nach Hause kommen von ihrer Geschäftsreise. Was sagt er da? Geschäft. Geschäftsreise. Sie sind genau in diesem Augenblick im Handy deines Vaters. Sie waren mit Reparaturen beschäftigt, als er aus dem Haus ging. Wisst ihr eigentlich, weshalb Handys auch Mobiltelefone genannt werden? Handys sind durch die Hilfe von speziellen Funkstationen, die auf Turm- und Gebäudedächern gebaut werden, mit anderen Handys verbunden. Jede dieser Stationen sendet Signale an ihren eigenen Bereich. Dieser Bereich wird Zelle genannt. Ein Mobiltelefon funktioniert überall dort, wo eine nahegelegene Station ist, mit der es sich verbinden kann. Ihr könnt also so viel sprechen, wie ihr wollt, vorausgesetzt, dass sich eine Station im Umkreis befindet. Ihr könnt sogar von einer Zelle zur nächsten gehen. Und ohne dass ihr es merkt, schaltet euer Handy von einer Station zur nächsten um. Das Gespräch kann also fortgesetzt werden, sogar wenn ihr einem Bus nachlauft oder in ihm sitzt. Tom Thomas, hallo. Na also, mein Papa ist wieder zurück. Hi Papa, wie geht's dir? Es ist kaum zu fassen. Es sieht aus, als hätte ich mein Handy verloren. Was meinst du, du hast es verloren? Wo? Ich habe keine Ahnung. Ja, wie jetzt? Soll ich hier dran jetzt für immer sitzen? Du? Unsere Eltern sind weg. Das Wackeln hat jetzt aufgehört. Wir sind wahrscheinlich schon zu Hause. Wo sind wir denn? Wie kommen wir je nach Hause zu den Kindern? Wo ist meine Marcia? Nicht weinen. Es wird alles gut. Keine Sorge. Ich hab ein Handy. Wir rufen sie an. Sie können eh nicht drangehen. Und wenn sie uns doch antworten? Ruf mal an, Tom Thomas. Ich... Denk nicht mal dran. Wir dürfen nicht mit Menschen sprechen. Wir werden ja nichts sagen. Wir werden bloß zuhören. Wir müssen die Kontakte verbinden. Es bringt nichts. Oh, sie sind rangegangen. Lass mich mal ran. Papus, Marcia, ich bin's, Simka. Simka? Ja, Marcia, wo seid ihr? Wir sind im Handy. Ums Telefon geht's überhaupt nicht. Oh, irgendwie riecht's hier stark nach Benzin. Frag deinen Vater, ob er irgendwo in der Nähe von Benzin war. Papa! Papa, warst du heute irgendwo, wo es vielleicht nach Benzin riecht? Benzin?
Ich war heute bei einer Tankstelle. Das ist der Ort, wo dein Handy verschwunden ist. Bist du sicher? Ja. Naja, es ist... Intuition. Intuition. Intuition? Hm? Weißt du was? Ich schau besser mal nach. Tidisch! Kommt und hört unseren Fixi-Klingelton! Ans Telefon, ans Telefon, ans Telefon, 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 Ruckzuck ans Telefon, Ruckzuck ans Telefon, Ruckzuck ans Telefon, bitte geh doch endlich an, Ruckzuck ans Telefon, Ruckzuck ans Telefon, Ruckzuck ans Telefon, bitte geh doch endlich an, geh ans Telefon! Es ist einfach unglaublich. Siehst du, ich hab's gefunden. Sohnemann, du bist ein wirklicher Hellseher. Ich hab's nicht gemerkt, als es mir an der Tankstelle aus der Tasche fiel. Meine Kinder! Meine Marcia! Papus! Ach, meine Süßen! Ach ja, mal ganz nebenbei. Wüsstest du, wo die schöne Armbanduhr sein könnte, die ich verloren habe? Nein. Keine Sorge, ich habe Zeit. Nutze einfach deine Intuition, mein Sohn. Der Kompass. Ei, ei, Kameraden an Deck. Ei, ei, Kameraden beim Klabautermann. Simka, Nolik, was macht ihr denn hier? Wir sind nicht Simka und Nolik. Wir sind furchteinflößende Piraten. Ja, Piraten. Und heute hissen wir die Segel. Bist du dabei? Ja, bin an Bord. Hurra! Du meinst, nein, kein Hurra? Ach, ja. Erst musst du einen Test bestehen. Geh und finde etwas Besonderes. Etwas, das ein Matrose nie vergessen darf. Niemals. Kann ich machen, aber wie? Mit einer Karte. Und die ist da. Ha, ich habe noch niemals so eine Mini-Karte gesehen. Was soll das heißen, Mini? An der haben wir eine halbe Stunde gesessen. Von da, wo du gerade stehst. Aha, von hier meint ihr. Er hat richtig geraten. Gehe erst in Richtung Norden, bis du dann schließlich... Wartet mal. Aber wo ist denn Norden? Natürlich an den Ort, wo es den Nordpol, Eis und Polarbären gibt. Aber wie weiß ich denn, in welche Richtung ich gehen muss? Mit einem Kompass natürlich. Ein Kompass ist ein besonderes Gerät, mit dessen Hilfe Matrosen und Piloten wissen, in welche Richtung sie steuern. Egal ob in der Luft oder auf See. Unser Planet ist wie ein großer Magnet, der zwei Pole hat. Den Nordpol und den Südpol. Diese magnetischen Pole helfen der Nadel im Kompass, ihren Weg zu finden. Die Nadel ist magnetisiert. Deshalb zieht es eines ihrer Enden zum magnetischen Nordpol, während das andere Nadelende immer in Richtung Südpol zeigt. Das weiß ich. Hier gibt es aber keinen Kompass. Dann basteln wir einen, und zwar selbst. Woraus denn? Wir nehmen eine Nadel. Sie muss nur magnetisiert werden. Und wie soll sie sich dann drehen? In einer Untertasse mit Wasser. Jetzt zeigt ein Ende in Richtung Norden und das andere Richtung Süden. Welches zeigt denn wohin? Obwohl, hier ist das Fenster. Das kann's also nicht sein. Dann ist hier Norden. Gefällt mir wirklich gut, unser kleiner Sprotte hier. Du nennst mich kleiner Sprotte? Na, das ist bloß Piratensprache. Also gut dann. Auf nach Norden. Geh erst nach Norden, bis du siehst. Ein schlafendes Monster. Kameraden, ahoi! Am Horizont. Er soll das alleine schaffen. Geh jetzt nach links und laufe 300 Schritte weiter. 300? 300!
Ich habe sie selbst gezählt. Aha. Okay, das heißt, ich gehe 1, 2, 3. Jetzt geradeaus, bis du direkt zum riesigen Baum kommst. Das nennt ihr einen Baum? Wow, fantastisch! Ich glaub's nicht. Es ist ein echter Schiffskompass. Manche nennen ihn auch Marinekompass. Der erste Kompass wurde vor mehr als 1000 Jahren im alten China erfunden. Mit seiner Hilfe konnten die Chinesen die Wüste durchqueren. Und etwa 200 Jahre später tauchte der Kompass in Europa auf. Ob die Europäer selbst auf die Idee für den Kompass kamen oder sie von den Chinesen übernommen haben, ist nicht klar. Eins ist jedoch sicher. Wir Fixies erinnern uns daran, wie die frühen Kompasse gebaut wurden. Die ersten Kompasse waren magnetisierte Nadeln, die sich auf einem Schwebekörper in einer Wasserschüssel befanden. Später wurde die Nadel auf die Spitze eines Stiftes gesetzt, wodurch sie sich frei bewegen konnte. Dies ähnelte schon den heutigen Kompassen. Weil die Nadel eines Kompasses immer nach Norden zeigt, kann ein Seefahrer leicht herausfinden, in welche Richtung er sein Schiff wenden muss. Will er nach Norden segeln, dann folgt er der Nadel gen Norden. Will er nach Süden, dann steuert er in die entgegengesetzte Richtung. Dein Vater hat ihn gestern spät am Abend mit nach Hause gebracht. Du hast geschlafen. Wartet mal. Ich bin gleich wieder da. Was gibt's? Ja, sie liegen auf einer Linie. Natürlich tun sie das. Wie sonst wärst du wohl hierher gekommen? Wir sind fertig mit der Nadel. Ich bringe sie zurück. Ja, genau. Schön sicher verpacken. Aber stich dich nicht. Der Reißverschluss. Hey, Nolik, guck mal. Warum schläft Tom Thomas in seiner Jacke? Vielleicht war das eine Hausaufgabe für die Schule. Aha, Sporthausaufgaben. Guten Morgen. Guten Morgen. Hi. Du siehst gut aus. Die habe ich gestern bekommen. Ist die Jacke nicht cool? Ja und? Hast du darin geschlafen? Gestern habe ich sie anprobiert und wollte sie nicht mehr ausziehen und ich bin mit ihr eingeschlafen. Ja, mit dir wird es wirklich nie langweilig. Oh, ich glaube, der Reißverschluss klemmt. Na und? Du kannst die Jacke doch anlassen. Du musst doch eh in die Schule, stimmt's? Mit der Jacke kann ich mich doch nicht in die Klasse setzen. Wieso ist der Reißverschluss kaputt? Keine Sorge, er ist nicht kaputt. Noch nicht. Hier ist ein Reißverschluss. Er besteht aus zwei Reihen kleiner Zähne, die durch einen Schieber laufen. Der Schieber hat oben zwei Löcher und nur ein Loch unten. Ziehen wir den Schieber des Reißverschlusses hoch, verhaken sich die Zähne und aus den zwei Zahnreihen wird dann eine. Und ritsch, der Reißverschluss ist zu. Um ihn zu öffnen, muss man den Schieber nur in die entgegengesetzte Richtung schieben. Dann enthaken sich die Zähne wieder. Aber bei mir stecken sie fest. Und was jetzt? Was macht man denn am Morgen? Na, Frühsport. Mach das auch. Währenddessen überlege ich mir was. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei. Und was ist denn mit mir? Ach, mach du auch Frühsport. Eins, zwei, drei und vier. Und eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Eins, zwei, drei und vier. Simka, komm schon, denk dir was aus. Ich schwitze schon. Gleich, okay? Geh und wasch dich so lange. Kann ich dir beim Nachdenken helfen? Das glaube ich kaum. Du gehst dich besser auch waschen. Wie läuft's bei dir, Tom Thomas? Hat sie sich schon was überlegt? Was? Hat sie sich schon was überlegt? Ah, klar. Nein, ihr ist bisher noch nichts eingefallen. Es ist so heiß. Stell dir einfach vor, du wärst ein Polarforscher. Sie tragen immer ihren Anorak. Und weißt du was? Ich bin der Pinguin. Hey, wohin gehst du? Ich halte es nicht mehr aus. Okay, bleib genau da sitzen. Ich suche jetzt das Problem. Sie
Siehst du, das Polarforscherspiel ist lustig, oder? Das ist es nicht. Es ist Simka. Es kitzelt so sehr. Halt doch still! Wenn du aufhörst, mich zu kitzeln. Aha, deswegen steckt der Schieber also fest. Es steckt nur ein kleines Stück Faden im Reißverschluss. Zieh den Schieber hoch! Tidisch! Mach den Reißverschluss auf! Oh, tausend Dank! Das war's! Ein Faden! Darin lag das Problem! Ist das dein Ernst? So viel Schweiß wegen eines kleinen Fadens? In der Welt der Technologie ist jedes Detail wichtig. Ich weiß noch, als Wissenschaftler vor etwa 60 Jahren die ersten Computer bauten. Die Maschine war riesig. Sie füllte mehrere Räume aus und hatte über 1 Million Teile. Es war ein technologisches Wunder. Aber eines Tages machte das technologische Wunder Boom und stürzte ab. Niemand wusste warum. Der Computer funktionierte einfach nicht mehr. Es war nichts zu machen. Es trieb die Wissenschaftler in den Wahnsinn. Sie konnten das Problem nicht finden. Es stellte sich heraus, dass ein kleiner Schmetterling in das Innere des Computers geflogen und zwischen zwei Kontakten stecken geblieben war. Ja, es stimmt. Diese riesige Maschine funktionierte nicht mehr wegen eines kleinen Schmetterlings. So ist das. Seht ihr, der Teufel steckt wirklich im Detail. Tom Thomas, Frühstück ist fertig. Warum trägst du die Jacke? Ich habe Polarforscher gespielt. Simka, warum hast du so lange gebraucht zum Nachdenken? Ach na ja, ich fand es nur lustig, Tom Thomas zu sehen, wie er Frühsport macht und sich in dieser dicken Jacke die Zähne putzt. Das war Absicht? Nun ja, ein bisschen Spaß muss sein. Der Staubsauger. Warum muss man Spielzeug aufräumen? Man holt es sich später eh wieder raus. Du sagst es. Tom Thomas, wenn du fertig bist mit Aufräumen, komm zum Mittag. Okay, ich komme sofort. Nolik, wartest du auf mich? Aha. Das nennt er Aufräumen. Danke. Pass auf, dass du mich nicht verschlingst. Fixies esse ich nicht. Das ist nur Mama. Sie saugt Staub. Hilfe! 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 Bitte! Es ist komisch. Wie kann ein Staubsauger so viel Staub in sich einsaugen? Und es kommt nichts zurück raus. Ach komm schon, das ist leicht. Das lernt man bei uns schon in der 3. Klasse in der Fixie-Schule. Ein Staubsauger ist eigentlich nichts anderes als ein Ventilator mit einem Netz. Der Ventilator dreht sich rückwärts und saugt somit Staub und Dreck ein. Hält man ein Netz vor den Ventilator, fängt es alles auf, was in der Luft ist, und es lässt die Luft hindurchziehen. Dann braucht man nur noch ein Rohr und schon hat man einen Staubsauger. Aber statt eines Netzes haben Staubsauger Beutel, die Staub und Dreck auffangen. So einfach ist das. Eine Frage, Simka. Nolik, könnte er aufgesaugt werden? Oh nein! Ist er noch im Zimmer? Tom Thomas, was ist los? Mama, ich kann dich hier wegsaugen, du. Ich meine für dich. Alles klar, dann mache ich den Abwasch. Nolik! 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 Nolik!
sollten besser sofort Hilfe holen. Marcia! Marcia! Nolik wurde von einem Staubsauger eingesaugt. Das ist unmöglich. Er passt hier nicht rein. Nein, nicht von diesem Staubsauger. Von dem Großen, dem der Menschen. Wie furchtbar. Nolik, mein Nolik. Er könnte da drin ersticken. Komm mit, schnell. Dieser Dreck ist schrecklich. Und es ist auch schrecklich ungesund für dich. Staub ist ein klitzekleiner Feind. Er ist so klein und unauffällig. Aber wenn Staub in Maschinen oder Geräte kommt, kann das eine Katastrophe bedeuten. Es kann Zahnräder ins Stocken bringen. Durch ihn können Geräte überhitzen. Legt sich Staub auf elektrische Kontakte, so kann es einen Kurzschluss geben. Und dadurch könnte sogar ein Feuer entstehen. Deswegen müssen wir Fixies ständig das Innere von Geräten vom Staub befreien. Obwohl viele von uns eine Stauballergie haben. Hehe, wenn die Menschen nur öfter Staub wischen würden, dann wäre das... Wenigstens könnten die Leute öfter Staub wischen. Das würde unsere Arbeit sehr erleichtern. Und ihre Geräte würden viel länger halten. Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein. Es ist alles meine Schuld. Mama wollte, dass ich aufräume und ich habe es einfach nicht ordentlich gemacht. Jetzt wurde Nolik wegen mir eingesaugt. Nolik! Nolik! Na, was sagst du jetzt, Tom Thomas? Was denn? Ich habe mich doch entschuldigt. Und ich verspreche, mein Spielzeug aufzuräumen. Und warum musst du niesen? Ich leiste euch Gesellschaft, damit ihr euch besser fühlt. Der Trickfilm. Ja? Genau so. Ja? Tom Thomas, immer noch nicht fertig? Ja, zeig uns die Überraschung und hör auf zu zeichnen. Aber das ist die Überraschung. Macht es euch gemütlich. Aufgepasst. Fertig und Action. Cooler Stoß, echt. Du solltest ihm eine riesige Beule malen. Was du gezeichnet hast, sieht wie ein Trickfilm aus. Diese Zeichnung ist wirklich ein echter Trickfilm. Ach, wirklich? Echte Trickfilme gibt es doch nur im Fernsehen. Aber sie werden ganz genau so gemacht. Eine Animation wird aus vielen Bildern gemacht, die man Frames nennt. Jedes Frame zeichnet man ein kleines bisschen anders als das vorherige Frame. Hier ein Beispiel. Eine Figur kann ihren Arm heben, immer ein Stückchen höher. Und dann, wenn die Frames sehr schnell aufeinander folgen, sieht es so aus, als ob sich die Figur wirklich bewegt. Und so werden Trickfilme gemacht. Und wisst ihr was? Um eine Trickfilmminute zu machen, muss man tatsächlich über 1000 Frames zeichnen. Oh, wow. Dafür habe ich nicht die Geduld. Ist nicht schlimm, dass dein Trickfilm kurz ist. Vor allem, weil er lustig ist. Ja, das ist so lustig. Tom Thomas, wer ist der komische Typ, den du hier gemalt hast? Du machst Witze, Nolik. Erkennst du dich etwa nicht? Was? Das soll ich auf dem Papier sein? Hast du schon vergessen, was heute Morgen passiert ist? Zucker, hab dich! Du fängst mich nie! Ah, ich bin so schnell für dich! Autsch! Eieieiei! Ha, das hast du jetzt echt verdient! Oh, Simka! Das hättest du ihm nicht erzählen müssen! Wahre Schwestern behandeln ihre Brüder nicht so! Autsch! Und dein Trickfilm ist überhaupt nicht lustig! Nolik, geh nicht! Das ist okay. Er muss nur etwas schmollen gehen. Während er weg ist, möchte ich dir was zeigen. Kannst du einen Trickfilm im Fernsehen anmachen? Kein Problem. Was soll ich tun? Schauen wir ihn nochmal. Aber diesmal zeige ich dir ein Frame nach dem anderen.
Hier, sieh mal. Das ist ein Frame. Und hier ist noch eins und noch eins. Ist das nicht cool? Aha, so cool. Und in normaler Geschwindigkeit sieht man 25 Frames pro Sekunde. Was soll ich tun? Es ist echt magisch. Simka, weißt du was? Nolik tut mir wirklich leid. Ja, es war nicht gerade nett. Trickfilme kann man auf verschiedene Arten machen. Zeichentrickfilme werden natürlich mit der Hand gezeichnet. Und Stop-Motion wird so gemacht. Die Animatoren positionieren eine Puppe und fotografieren sie. Dann bewegen sie die Puppe ein bisschen und machen noch ein Foto. Und das machen sie wieder und wieder und wieder. Bis es genug Frames gibt, sodass die Figuren aussehen, als bewegten sie sich sehr geschmeidig auf dem Bildschirm. Eine weitere beliebte Animationstechnik ist Knetanimation. In diesen Filmen wird alles aus Knetmasse gebaut und umgebaut. Aber heute werden die meisten Trickfilme am Computer gemacht. Zuerst wird das Modell einer Figur erstellt, eine Art digitale Puppe. Nachdem die Modelle gebaut sind, werden sie koloriert und animiert, um sich zu bewegen. Diese Art von Animation wird bei den Fixie-Trickfilmen verwendet. Tom Thomas, was machst du? Zeichnest du einen neuen Trickfilm? Nein, ich überarbeite den alten, damit Nolik nicht mehr sauer ist. Gut, zeichne weiter und ich hole ihn. Nolik! Ich bin nicht hier. Nolik, entschuldige. Bitte sei nicht mehr böse. Lass uns einen Trickfilm sehen. Ich habe euren blöden Trickfilm schon gesehen. Was habt ihr gemacht? Mir eine Beule auf den Kopf gesetzt? Aber nein, ich habe alles übermalt. Du wirst es lieben. Ganz sicher? Na gut, dann los. Zeig mir deinen Trickfilm. Aufgepasst und Action. Na bitte, diesen Trickfilm fand ich echt gut. Gut, das war auch mein letztes Papier. Naja, ich fand den ersten Trickfilm lustiger. Tja. Aber dieser ist natürlich viel besser. Ja. Die Lichterkette. Wir sind fast fertig. Ja. Yeah. Nun kann der Weihnachtsmann ja kommen. Er wird sagen, 1, 2, 3, Lichterzauberei. Und dann gibt's Geschenke. Der echte Weihnachtsmann? Ja, na klar. Existiert der Weihnachtsmann überhaupt? Ihr werdet es sehen. Er kommt zu mir, wie jedes Jahr. Okay, lasst uns das üben. 1, 2, 3, Lichterzauberei! Hä? Oh, die Lichterkette ist durchgebrannt. Und wir haben keinen Ersatz. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist gleich da. Ist der Baum fertig? Nein, noch nicht ganz. Oh nein, was sollen wir nur tun? Bin gleich zurück. Tom Thomas, was denkst du? Gibt dir der Weihnachtsmann auch Geschenke, wenn der Baum nicht aufleuchtet? Bestimmt nicht. Ohne die Lichter passt das nicht. Es wäre nicht mehr magisch. Papus, Marcia, der Weihnachtsmann kommt gleich zu Tom Thomas, aber die Lichterkette am Baum ist voll durchgebrannt. Voll durchgebrannt? Wirklich? Die Glühbirnen einer Lichterkette sind miteinander verbunden. Zwischen ihnen ist ein Kabel. Wenn man eine Lichterkette anschaltet, fließt Elektrizität durch das Kabel und erleuchtet jede einzelne Glühbirne. Aber wenn eine der Glühbirnen durchbrennt, wird der Kreislauf unterbrochen und die Elektrizität fließt nicht mehr. Das heißt, nur durch eine kaputte Glühbirne gehen alle Lampen aus. Wenn man also eine Lichterkette reparieren will, ist das ganz einfach. Wechsle die kaputte Glühbirne einfach aus. Haben wir eine extra Glühbirne im Haus? Ich hol sie. Ich weiß, wo sie ist. Tom Thomas, halt den Weihnachtsmann bitte auf. Wir brauchen etwas Zeit, um die durchgebrannte Glühbirne auszuwechseln. Wird gemacht. Tom Thomas, der Weihnachtsmann ist schon hier. Ho, ho, ho. Mama, warte kurz. Na dann, suchen wir mal die kaputte Glühbirne. Okay, Papus, los geht's. Die funktioniert.
Vielleicht ist es die hier. Nein. Und diese? Die funktioniert. Dem Weihnachtsmann wird schon ganz heiß hier draußen. Moment! Simka, wie läuft's? Wir haben alle Birnen gecheckt, aber die kaputte war nicht dabei. Hm. Also wird dieses Jahr nicht so magisch. Okay, Mama, kommt rein. Ho, ho, ho. Hallo, Tom Thomas. Sag mir doch mal, warst du auch artig dieses Jahr? Hm. Warum brennen die Lichter am Baum nicht? Lasst es uns zusammen sagen. 1, 2, 3. Autsch! Papus, da ist noch eine Glühbirne. Da ist ja der Übeltäter. 1, 2, 3. Lichterzauberei. Jetzt müssen wir diese Glühbirne auswechseln. Wo ist Marcia? Zeig dein Licht, oh Baum. Puh, das war echt schwer. Aber ihr habt sie ja schon repariert. Wo habt ihr denn die neue Glühbirne her? Papus ist als Glühbirne eingesprungen. Tidisch! Tidisch! Ah, ein echter Held. Zieh mich hoch, dann wechseln wir die Glühbirne aus. Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Zur Weihnachtszeit! Schlagen Herzen schneller! Schöne Schachtel. Jedes Jahr von Neuem immer wieder. Jedes Mal von Ort entfernt und weit. Kommt ein kleines Wunder zu uns nieder. Jedes Jahr zur Weihnachtszeit. Zur Weihnachtszeit. Der Zauberstab. Oh, Tom Thomas, wo kommst du denn her? Ganz einfach. Ich habe gerade diesen coolen Zauberstab geschenkt bekommen. Hier. Wow. Und was soll das für ein Zauberstab sein? Das nehme ich dir nicht ab. Man schwingt den Stab und alle Wünsche gehen in Erfüllung. Passt auf. Heute will ich nicht in die Schule. 100-mal Tidisch. Tom Thomas? Deine Lehrerin hat mich gerade angerufen. Sie hat gesagt, deine Schule hat sich gerade in Luft aufgelöst. Wie seltsam. Ich muss nicht zur Schule? Na wie denn? Stattdessen gehen wir in den Zoo. Hurra! Echte Magie? Ach, wie toll! Nein, keine Magie. Das sind Illusionen. Ich weiß nicht, was Illusionen sind. Das ist, wenn das, was man vor sich sieht, in Wirklichkeit nicht existiert. Habt ihr jemals gesehen, wie ein Zauberer einen Hasen aus einem Zylinder zieht? Meint ihr, das wäre Magie? Nein, das ist nämlich nur eine Illusion. In Wirklichkeit ist der Hase unter dem Tisch versteckt, auf den der Zauberer den Hut stellt. Im Hut befindet sich eine geheime Luke. Wenn der Zauberer in den Hut greift, dann zieht er den Hasen aus dem Tisch heraus und tada! Wie genau jeder magische Trick funktioniert, mag ein Geheimnis sein, doch jede Illusion hat eine Erklärung. Mit diesem Stab kann ich wirklich zaubern. Zum Beweis werde ich ein Kaninchen aus diesem Mülleimer zaubern. 100-mal Tidisch. Oh, was ist denn da passiert? Ein komischer Hase. Wartet, ich probiere es nochmal. 100-mal Tidisch. Hm. 100-mal Tidisch. Tom Thomas, vielleicht reicht's? Eine Kaubacke ist mehr als genug und jetzt gibt es 3. Ah! Ah! Oh!
größer. 100 mal Tidish. Kleinen Kindern hinterher zu jagen. Wow, ich bin riesig. Ich bin so riesig wie Tom Thomas. Ich bin groß. Oh, Nolik, pass auf. Wie kannst du nur leben als so großer Mensch? Es ist so unpraktisch. Und ich dachte, es ist schwer, wenn man so klein ist. Tom Thomas, bist du fertig? Hey, warum haben wir denn plötzlich drei Hunde? Oh mein Gott. Warum schreist du? Ich habe geträumt, dass mir jemand einen Zauberstab geschenkt hat. Und dann musste ich euch vergrößern. Und Mama hat euch gesehen. Wie schrecklich. Da hätte ich auch geschrien. Ich wünschte, ich hätte einen echten Zauberstab. Wir Fixies glauben ehrlich gesagt nicht an Magie. Aber wir glauben an das, was Menschen schaffen können. Denn Menschen können oft Wunder erschaffen. Jahrhundertelang schien es vollkommen unmöglich zu fliegen. Aber heute kann jeder in ein Flugzeug steigen und losfliegen. Früher dachten Menschen, dass sie nur durch Magie zum Mond kommen können. Aber mittlerweile sind Astronauten bereits auf ihm spazieren gegangen. In Märchen konnten Menschen miteinander mittels eines magischen Spiegels reden. Aber heute haben wir das Internet und Telefone für diese Zwecke. Kühlschränke, Fernseher, Autos, Computer. Es gibt so viele Dinge, die der Mensch erschaffen hat. Wundersame Dinge, von denen sie vorher nur träumen konnten. Wie ein Wunder aus einem Märchen. Einen Zauberstab? Wozu denn? Damit ich heute nicht zur Schule muss. Tom Thomas, bist du bereit? Wir wollten doch gemeinsam in den Zoo. Muss ich denn heute nicht in die Schule? Sehr witzig. Träume ich immer noch? Nein, es ist doch nur... Heute ist doch Sonntag. Und darin liegt der Zauber.